So, und willkommen zurück zu My Test Carpathen. Ja, Let's Play Folge 20. Badam. So. Oh, die Höhle wird noch dunkler. Alter, wie riesig ist denn die Höhle? Oh Gott, hier ist ja, oh Gott, hier ist so ein riesiger Raum, kann das sein? Ach du Scheiße. Wir werden sterben. Tralalalala. Ey, wir werden richtig hart sterben. Kann sein, dass wir schon auf der Tiefe von minus 1000 sind oder so? Irgendwie kommt es mir gerade so vor. Wann haben wir denn diese Höhle gefunden? So was kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay, nach oben offen oder? Ja, nee, da geht's noch weiter. Wow. Mein Hund hat schon wieder Komplexe. Wow. Hä? Warum kriegen wir keinen Schaden? Haben wir eine Tierrüstung oder was? Nee, nur eine Eisenrüstung. Aber wieso bekommen wir keinen Schaden? Lol. Ein bisschen schwach auf der Brust, diese Viecher. Kann das sein? Ich sag's ja, ist ein riesiger Raum hier. Oh mein Gott. Oh, es wird einfach noch größer. Na klar, es wird einfach noch größer. Meine Güte. Jetzt kannst du mal bitte wieder auf. Hallo? Ist ja hier schon fast eine Arena. Also ist schon stylisch. Ich komm ganz kurz. Oh, ja gut, okay, 200 minus 230. Ist eigentlich noch gar nicht die Höhe, ab dem so große Höhlen vorkommen. So was bin ich eigentlich erst ab viel, viel tieferen Höhen gewohnt. Viel tiefere Höhen, klar. Alter, vor allem das alles hier auszuleuchten. Huh. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen das hier erstmal zwar ausgeleuchtet, aber ne, lassen das an sich erstmal hier so sein. Wir gehen uns doch erstmal auf den Rückweg. Das tut mir hier einfach. Vor allem geht's auch nochmal weiter. Oh, ja, siehst du aus, Fackeln seht ihr alle. Okay, ab nach Hause. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir alles bis auf diesen einen Weg hier ausgeleuchtet. Also nicht ausgeleuchtet haben, also wieder die Fackeln abbauen. Damit wir später unseren Weg gleich zurückfinden. Arschloch. Eisen. Viel zu viel Eisen. So. Das heißt dann hier oben die Fackeln, die kommen alle wieder weg. Endlich mal wieder ein bisschen Mese hier.
Thanks. Wow. Ich sehe nichts mehr. Ist klar. So klingt es, wenn sich ein Hund das Fell putzt und mit seiner Pfote dabei andauernd gegen die Tür kommt. Perfekt. Einfach perfekt. Ich möchte sterben. Oh, da muss noch eine Fackel irgendwo. Eine Ratte! Du Ratte! So, bauen wir den Ofen ab? Nee, da kann er stehen bleiben. Der wird Zeugnis unserer Zivilisation. Ah, siehst du, ging es ja auch noch weiter. Ich war auch noch nicht fertig. Oh Gott. Okay, gut, dann hat sich den Abzweig ja auch mal beleuchtet. Ja, da geht's auch noch weiter. Was für eine verfickt verzwickte Höhle hier. Stirb halt. Das war aber nicht die Ratte, die wir gerade eben gesehen haben, weil das war eine braune Ratte. Ich mach mal hier oben noch eine Fackel hin, weil es hier ganz schön dunkel ist. Nicht, dass hier doch noch irgendwelche. Ah, hier ist da hinten die Ratte, die wir vorhin gesehen haben. Weg. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier nach Hause? Das müsste der Weg hier gewesen sein. Alles andere macht keinen Sinn. Die Frage ist nur, wenn das hier unser Weg war. Ach, da hinten. Okay. Hier geht's auch noch. Oh Mann. Was ist das für eine Scheißhöhle? Warum habe ich mich hier so scheiße verbaut? Was ist denn hier los? Doch, genau. Oh, Eisen. So, easy. Alter. Und der nächste Klapp. Ah ne, ich komm mal wieder hoch. Sehr schön. Hallo? Hallo, Alter. So, wo jetzt? Eigentlich in die Richtung hier. Was ist das hier für eine Höhle? Ich erkenne die gar nicht mehr. Warum ist hier ausgeleuchtet, wenn es hier nicht weitergeht?
Apfeltipp. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sehr, sehr lebensgefährlich. Ich glaube, wir sind hier in der Sackgasse, Fragezeichen. Nanu? Nee, von da kommen wir gerade. Was zur Hölle? Kann sein, dass wir einmal falsch abgebogen sind? Also hier sieht es nur so einen Ausgang. Also, okay, wir gehen mal zurück und gucken, ob wir irgendwo falsch abgebogen sind. Was die sinnvollste Erklärung wäre für all das? Nee, ist alles one way. Aber da geht's auch wieder runter. Sag mal. Kriegst du echt eine Krise? Ach komm jetzt, das ist doch nicht dein Ernst hier. Ich könnte schwören, dass wir hier hoch mussten, aber da geht's ja nicht weiter. Okay, ich sehe schon. Dass ich hier nicht weiterkomme. Mann, jetzt gehen wir hier hoch hier. Da oben geht es nämlich weiter. Tada! Wow, Alter. Das ist ja hier, ne? Also. Ein bisschen tricky. Nee, ne? Ja, so klingt Dungeon Master. Vor allem, wenn sie wütend sind. Weil das Blöde an diesen Dungeon Mastern ist, da hat man natürlich immer das Problem, dass sie einfach natürlich auch den Weg kaputt machen. Ah, hier ist Wasser. Wasser? Okay. Vielleicht kann ich mich deswegen daran nicht mehr erinnern, weil das irgendwo unter Meer war. Bin ich immer gespannt, wo wir jetzt rauskommen. No joke. Direkt vor unserem Haus? Du würdest mich ja wohl verarschen.
Direkt vorne holst du eine geile Höhle? Okay, das ist geil. Naja, haben wir für spätere Folgen noch ein bisschen Rohstoffe. Außer natürlich jemand, der das Let's Play guckt, ne? Plündert jetzt die Höhle, dann ist natürlich denn, ne? Das ist natürlich denn, was ist denn hier los? Och, Leute. Was macht ihr denn für Mist? Ich meine, klar, danke fürs Holz und so, aber sieht schon hart scheiße aus. Müsst das schon zugeben, ne? Also, Umweltverschandlung ist nicht so schön. So, weil wir gerade hier sind, können wir jetzt gleich das ganze Feld ernten. Da mache ich aber am besten erstmal hier frei. Komm, ganz ehrlich, ich will da nicht. So. Ich bin mal gespannt, wie viel Wolle wir dann haben, ob es dann gleich für noch eine Tasche reicht. Wäre natürlich irgendwo cool. Pro Tasche brauchen wir 120 an Wolle, ne? Mal gucken, wie viel wir noch haben. Siehst du, pro Taschen, die Taschen müssen wir ja auch noch ausleeren, wenn wir denn unseres abgebautes verstauen. Genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Eins, zwei. Okay, alles gepflanzt. Sehr schön. Jetzt gibt es nichts Spannenderes, als Sachen anzupflanzen und wieder abzubauen. Ach, immer nicht. So, noch eine Lücke? Nö. Sieht alles gut aus. Siehst du, hier waren wir ja dabei. Genau, deswegen waren wir auf der Höhlentour. Um hier Eisen und so zu suchen, damit wir bei der Höhle weiterbauen können. Was natürlich wichtig ist, weil wir auf einer Eisentour waren, um eine Mine zu bauen. Also auf einer Eisentour durch eine Höhle. Um Eisen zu suchen für einen Höhlenausbau. Das ist irgendwie ein bisschen, naja, okay, was soll's. Aber wir haben ja gut viel Eisen gefunden. Von daher, geil. So, gleich mal hier alles wegräumen. Was war wo? Du warst da, du warst da und da und da und du warst da. Weil das Witzige ist, wenn ihr mal genau hinguckt, wenn man Sachen reinpackt, dann werden die Bilder kurzzeitig heller. Also, denn, ne, nicht kurzzeitig, sondern dann werden sie heller. Also, ja. So, dann kannst du Steine wegschmeißen. So, Stein, seht ihr jetzt, guck mal hier auf das Bild. Bupp, ja, oder halt auch nicht, ist mir auch egal. Leg mich doch mal am Arsch hier, Alter. Da
wenn man einmal seine Theorie beweisen und dann die Theorie einfach so, fick dich. Arschloch. Nani? So, dann haben wir jetzt hier. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Moment, hab ich sowas drin? Oh. So. Kupfer. Eisen. Gold. Kohle. Und noch mehr Eisen. Also Eisen haben wir jetzt mittlerweile echt, ne, 250, schon eine Hausnummer. Ist schon eine Hausnummer. Kann man nie anders sagen. Ach komm. Wolle, haben wir hier keine. Na nun, okay. Packen wir mal dahin. Da stört's keinem. So, du kommst mit nach da. Du kommst nach. Ah ne, ist ja Zinn. Zinn ist da. Kupfer ist da. Ach ne, ist schon Bronze. Kupfer haben wir gar nicht. LOL. Okay. Schmeiß ich es unten in die Kramkiste. So, kommst nach da. Wir könnten doch mal ein bisschen was einschmelzen. Ich meine, wir haben jetzt hier dreimal Bronze. Nee, dreimal Kupfer. Das heißt, wenn wir dreimal Kupfer haben, dann haben wir insgesamt 79. Na wow, das passt ja genau nicht. Das heißt, wir hätten 72, bräuchten wir. Ich nehme alles mit. Komm jetzt hier. Komm jetzt hier. So. Das kann ich wieder zurück. Dann haben wir quasi hier das Ganze, ne, 8 mal 9, also quasi, ja, brauchen wir dann noch 9 mal, wie viel haben wir? Ein Zinnbarren haben wir. Das heißt, ich brauche noch 8. Ach, wow. Bam. Hä? Hä? Ach komm jetzt, was ist jetzt los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du Hurensohn, Alter, hier. Rinder mit dir. Geht doch. So, jetzt haben wir hier 8. Einen haben wir so noch. Dann haben wir 9. Und das entspricht noch Kupfer dafür. Brauche ich noch Kohle. So, siehst du noch irgendwo was drin? Nee, ne? Ne. Gut, dann würde ich mal sagen, darin. Rinder. Wahnsinn. Und dann können wir brutzeln wie der Brutzelmeister. So. Können wir schon mal gucken, was haben wir in der Achso, nee, ich packe das mal hier, das dann noch mit rein. Und dann gucken wir mal die Kramkiste durch. Na komm. Dankeschön. So, was ist hier noch drin? Ja, so viele bunte Sachen, die das Leben schöner machen. Sehr schön, kann alles drinnen bleiben. Haben wir hier Holz? Ja, haben wir. Oh, das kommt, das Holz kommt noch weg. Der Flint kommt noch weg. Hier haben wir noch ein paar Baumwollsamen. Und die ganze Kohle kann auch was noch weg. So. Sehr schön. Dann haben wir doch schon mal ordentlich was hier, ne, angespart quasi. Nein, da. Da. Kommt denn jetzt mal alles raus hier? Die Arbeitsfläche brauchen wir gleich. Na gut, dann mache ich erstmal kurz Folgenpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Also, ihr, mich, morgen. Schauen wir drauf. Oder auch nicht.